War heute ein gebrauchter Tag für uns, den braucht kein Mensch. Vielleicht hätten wir alle besser im Bett bleiben sollen. Ich weiß zwar nicht, ob da mehr bei rausgekommen wäre, aber alle Szenen sind heute leider negativ für uns verlaufen. Ich sag mal so, spielerisch können wir bestimmt auch besser spielen. Wir haben es nicht geschafft, in der kompletten Mannschaft nach vorne zu rücken, das Spiel bei denen in der Hälfte zu verlagern. Aber ja, wir können es nicht mehr ändern. Wir müssen daran arbeiten. Und, ja. Wir haben ja jetzt zweite Halbzeit, auch erste Halbzeit haben wir gut aufgebaut, haben dann vielleicht zu viel mit einen Kontakten vorne gespielt, haben wir den einen oder anderen Ballverlust, aber in der zweiten Halbzeit haben wir die Dinge auch bis vor das Tor gespielt und dann, müssen wir weiter dran arbeiten, dass wir auch mal einen reinmachen. Jeder weiß, dass wir schon viele verletzte oder jetzt gesperrte Spiele haben. Es passt ja dann wieder in Rot. Für mich, in meinen Augen, war es aber diesmal keine rote Karte. Man kann Gelb geben, es war ein Foul, aber es ist kein Rot, niemals. Und sogar die Spieler von Sandhausen lachen. Und Joe ist jetzt schon die zweite rote Karte und das ist überhaupt kein Spieler, wo irgendwie aggressiv spielt oder Hitzkopf ist oder sonst irgendwas. Und das tut mir einfach nur um den Jungen leid, weil das ist ein junger Spieler, der ist von Köln ausgeliehen und der will da zum Ball gehen, trifft natürlich den Ball nicht, das ist allerhöchstens eine gelbe Karte, der ist glaube ich 5 Minuten im Spiel und kriegt eine rote Karte, das ist Wahnsinn, also Hut ab. Mir tut es einfach nur um den leid, weil der wird jetzt eine 4, 5, 6 Wochen Sperre kriegen vielleicht und wir pfeifen aus dem letzten Loch, gehen hier mit A-Jugend und zweiten Mannschaftsspieler im Kader. Ja, wir müssen ganz schnell jetzt mal Brust raus, unter der Woche Gas geben und dann gucken, dass wir wieder mit Leidenschaft am Samstag die Punkte bei uns behalten.